Hauptsache. Hauptsache, seht ihr hinter mir? Hauptsache. Dann haben wir so einen kleinen schönen Untertitel: Jesus, unser Leben. Und was sich dahinter verbirgt, das werden wir in den nächsten vier Predigten oder vier Sonntagen werden wir das genauer betrachten. Aber Hauptsache ist definiert, ich habe da extra mal nachgeguckt, definiert als das Wichtigste, das Entscheidende, das, worum es am meisten geht, das, was in erster Linie beachtet, berücksichtigt werden muss. Das ist die Definition von Hauptsache. Doch was ist die Hauptsache? Was ist die Hauptsache? Oder persönlich gefragt, wer oder was hat bei dir die Krone auf? Wer oder was hat bei dir die Krone auf? Du willst nicht gekrönt werden mit dem Ding, das ist ganz schwer. Andi hat es in seinem Gebet, glaube ich, schon heute Morgen verpackt. Seit 2000 Jahren lädt Jesus Menschen ein, ihm nachzufolgen. Ihn zur Hauptsache zu machen und dann die erste Stelle in ihrem Leben zu setzen. Seit 2000 Jahren macht das Jesus. Und ich werde heute Morgen werde ich über Jesus sprechen. Und wenn du heute Morgen hier bist und noch nicht so richtig viel über Jesus weißt, dann ist es der perfekte Sonntag, den du dir ausgesucht hast, heute Morgen hier zu sein. Weil heute wirst du herausfinden und entdecken, warum wir so leidenschaftlich für Jesus brennen. Und ich möchte euch hineinnehmen heute Morgen, und das ist jetzt persönlich, weil ich das finde. Ich möchte euch hineinnehmen in, wie ich finde, das wundervollste Bild, das faszinierendste Gedicht, das schönste Lied über Jesus, was wir in der gesamten Bibel finden. Und welches Paulus uns aufgeschrieben hat in seinem Kolosserbrief. Und das, was Paulus dort geschrieben hat, was wir uns jetzt da gleich angucken, das sind nicht irgendwie seine Gedanken, die er da formuliert hat oder irgendwie der Versuch, Menschen davon überzeugen zu können. Er schreibt das auf, was er persönlich erlebt hat, weil Jesus hat sich ihm persönlich gezeigt. Und seit diesem Moment, als er diese Begegnung mit Jesus hatte, folgt er Jesus leidenschaftlich nach und war das in seinem Herzen. Und das wollen wir uns gemeinsam angucken. Ich lese euch das vor. Ihr könnt tatsächlich machen, was ihr wollt. Ihr könnt es vorne mitlesen. Ihr könnt in eure eigenen Bibeln reinschauen. Die nächsten Wochen ist gut, seine Bibel mitzubringen. Das ist grundsätzlich gut. Wenn ihr auf Handy oder wie auch immer, oder ihr macht die Augen zu. Aber lasst uns mal diesen Text, in diesen Text eintauchen. In dieses Lied, ich finde, habe ich jetzt schon mal gesagt, dieses wunderbare Lied, diesen Hymnus über Jesus. Da heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Der Erstgeborene, der über der gesamten Schöpfung steht. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Könige und Herrscher, Mächte und Gewalt. Das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und hat in ihm sein Ziel. Er war vor allem anderen da. Und alles besteht durch ihn. Und er ist das Haupt der Gemeinde, das Haupt seines Leibes. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Denn nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen und durch ihn das ganze Universum mit sich zu versöhnen.
Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Die Versöhnung durch Christus umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Wow, ich finde das so ein kraftvolles, so ein grandioses Bild. Und ich bin überzeugt, dass wenn wir uns Zeit nehmen und uns diesem Bild aussetzen, dass es nicht spurlos an uns vorübergeht. So was geht nicht spurlos an uns vorüber, sondern wir werden da gepackt von der Schönheit und von dieser Größe unseres Gottes, an dem wir uns nicht satt sehen können. Denn allein in diesen wenigen Versen, wenn wir uns die anschauen würden und immer wieder neu anschauen und immer wieder neu anschauen, wir würden immer wieder Neues entdecken in diesem, allein in diesem Bild. Und ich habe in den letzten Tagen mir dieses Lied, Bild, Gedicht, wie immer ihr das auch sagen wollt, näher angeschaut. Und ich möchte mal 5 Dinge aus diesem Bild herausgreifen oder aus diesem Lied, was hier Paulus beschreibt, warum Jesus die Hauptsache ist. Warum ist er so überragend? Also 5 Dinge aus diesem Text. Und im Anschluss an das möchte ich einfach noch fragen oder auf die Frage eingehen, so what? Was hat das mit mir zu tun, wenn Jesus so überragend ist? Diese Frage will ich auch noch beantworten. Genau, aber jetzt zu den 5 Punkten. Warum war Jesus so überragend? Der erste Punkt, Jesus ist Gott. Gut, das überrascht dich jetzt vielleicht nicht heute Morgen in so einem christlichen Gottesdienst, aber Jesus ist tatsächlich Gott. Und da heißt es ganz am Anfang, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Wir kennen ja die Redewendung, wie der Vater, so der Sohn. Das gebrauchen wir ja manchmal, stimmt's? Manchmal stimmt's ja auch. Aber hier stimmt's tatsächlich zu 100%. Jesus ist das exakte Ebenbild Gottes. In Vers 19, da haben wir auch gelesen, werfen wir es nicht an die Wand, da heißt es, ja, Gott hat beschlossen, mit der ganzen Fülle seines Wesens in ihm zu wohnen. Die Elberfelder übersetzt es so, denn es gefiel der ganzen Fülle Gottes in ihm zu wohnen. Und als die Zeit dafür gekommen war, und das ist jetzt wichtig, die Fülle Gottes hat in diesem Sohn gewohnt, aber als die Zeit dafür gekommen war, wisst ihr, was dann passiert ist? Dann hat Gott seinen geliebten, göttlichen Sohn hier in diese Welt hineingesandt. Und er wurde ein Mensch aus Fleisch und Blut, von einer Frau geboren. Und er lebte unter uns. Das nennen wir Inkarnation. Jesus konnte man sehen. Man konnte ihn riechen. Man konnte ihn hören. Man konnte ihn anfassen. Jesus ganz Gott und ganz Mensch. Und das ist er immer noch. Das ist er immer noch. Als Jesus von dem Tod auferstanden ist, da ist er mit seinem Körper auferstanden. Als er in den Himmel gefahren ist, hat er seinen Körper mitgenommen. Er bringt ihn sogar wieder, wenn er wiederkommt. Er ist immer noch Mensch. Immer noch Mensch. Und warum hat Gott seinen Sohn denn gesandt? Und ein ganz wichtiger Grund ist, dass Gott sich zeigen wollte. Ja, wir sehen ja, da ist es der unsichtbare Gott. Warum ist er unsichtbar? Weil er Geist ist. Und dann heißt es, dass der einzige Sohn ihn uns offenbart hat. Gott ist persönlich geworden. Deshalb konnte auch Jesus sagen, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. Ich bin das exakte Abbild von ihm. Deswegen ist Jesus gekommen. Wisst ihr, Jesus ist nicht gekommen, passt mal gut zu, hört mal gut zu. Jesus ist nicht gekommen, um irgendwas an dir zu verändern oder an dir irgendwie was zu reparieren oder dich schön zu richten, dass Gott irgendwie
seine Meinung über dich ändern. Und sagt, jetzt mag ich ihn. Deshalb ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist gekommen, um nicht dein Denken, um nicht Gottes Denken über dich zu ändern. Jesus ist gekommen, um dein Denken über Gott zu verändern. Weil er jetzt sichtbar geworden ist. Weil wir ihn sehen können. Weil wir wissen, wer er ist. Er ist das Ebenbild. Und wir haben nicht nur gelesen, dass er das Ebenbild ist. Er ist auch der Erstgeborene. Der Protokos, der über der gesamten Schöpfung steht. Und Protokos ist so ein ganz interessantes Wort. Das heißt ja der Wichtigste oder der Höchste oder der Ursprung oder die Blaupause. Und wir haben unser Wort, leiten wir davon ab, dieser Prototyp. Das kennen wir ja in Stuttgart ganz gut von der ganzen Automobilindustrie. Der Prototyp, und nach diesem Prototypen wird alles gemacht. Und so ist es auch mit Gott. Mit Jesus. Alles wurde nach ihm gebaut, nach ihm geschaffen. Alles, selbst wir sind ja seine Ebenbilder. Und vielleicht noch hier, weil wir in den Text da reingucken, da heißt es der über, ich habe das extra fett gemacht, weil das gar nicht im Griechischen steht, aber es ist eine wichtige, klarstellende Erklärung, die wir hier in der NGÜ, die ich nutze, verwenden, weil man nicht auf die Idee kommen sollte, dass Jesus irgendwie Teil der Schöpfung ist. Wer das glaubt, müsste es sonntags früh zu den Zeugen Jehovas gehen. Die interpretieren das nämlich so. Aber Jesus ist tatsächlich Gott. Und das macht auch der ganze Kontext und die anderen Bibelstellen klar. Er ist nicht Teil der Schöpfung. Und das bringt mich zum zweiten Punkt heute Morgen. Der zweite Punkt, warum Jesus so überragend ist, und der ist ganz einfach. Jesus hat alles erschaffen. Und das haben wir im Vers 16 gelesen. Denn durch ihn wurde alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles. Jesus hat alles erschaffen, was nicht Gott ist. Alles. Und da gibt es keine Ausnahme. Deshalb zählt Paulus das ja weiter auf. Hinter mir seht ihr das. Das Sichtbare und das Unsichtbare. Könige und Herrscher, Mächte und Gewalten. Und dann geht er nochmal in die Zusammenfassung. Das ganze Universum, alles wurde durch ihn geschaffen. Und es ist wichtig, dass wir das wahrnehmen, weil nichts außer ihm diese schöpferische Kraft hat, aus dem Nichts etwas zu erschaffen. Wir können ja auch Dinge erschaffen, aber dann nehmen wir Sachen, die schon da sind. Nicht aus dem Nichts können wir Dinge tun. Und das ist auch ganz wichtig, dass wir das verstehen, wenn wir uns auch den Widersacher, den Teufel angucken. Der kann gar nichts erschaffen. Das Einzige, was der kann, ist lügen. Der Teufel hat nicht seine Dämonen erschaffen. Der tut sich nicht Macht aneignen oder kann Macht produzieren aus sich selbst heraus. Alles hat Jesus geschaffen. Deshalb muss ihm auch alles gehorchen. Stürme müssen ihm gehorchen. Wind und Wellen, Dämonen, Krankheiten, alles muss ihm gehorchen. Alles muss ihm gehorchen. Und vielleicht an dieser Stelle einen kleinen Werbeblock. Einen kleinen Werbeblock für Dienstag, weil am Dienstag haben wir einen Themenabend, wo es um das Unsichtbare geht. Wir haben gerade gehört, Sichtbare und Unsichtbare. Und weiß nicht, wie dir das geht und was du darüber denkst, aber wenn wir die Bibel reingucken, die beschreibt uns die Wirklichkeit, eine Wirklichkeit, die größer ist als die, die wir mit unseren eigenen Augen sehen können. Es gibt noch was über unser Sehen hinaus. Und an diesem Themenabend möchten wir entdecken, was die Bibel zu der unsichtbaren Welt sagt, welcher Spielraum dem Feind Gottes noch gegeben ist und wie wir und andere Menschen in der Freiheit leben können, die Jesus uns geschenkt hat. Darum geht es. Und ihr seht hier unten Part 1 ab 19:30. Wir machen das hybrid. Also wer von sich der Couch zuschalten will, kann das gerne machen. Müsst euch anmelden, dann kriegt ihr einen Link zugeschickt. Und dann haben wir noch einen zweiten Teil, da wollen wir einfach nochmal mit Fragen in den Austausch kommen und einfach uns auch Zeit nehmen zu beten an diesem Abend. Genau, und wenn ihr Fragen habt, schickt die gerne vorab, vielleicht besser zum Vorbereiten unter uns. Genau, also das, der Werbeblock, weil es darum ging, und der Kolosserbrief ist super,
weil er uns ein paar spannende Dinge zu dieser Wirklichkeit erklärt. Genau, aber wir gehen weiter. Punkt 3. Faszinierend finde ich, drittens, dass Jesus vor allen Dingen ist. Jesus ist vor allen Dingen. Da heißt es in Vers 17, er war vor allen anderen da. Und weißt du, wenn man das so singt oder hört oder so, dann bumm, dann ist der Gedanke schon wieder weg. Aber halt, lass uns mal kurz anhalten. Lass uns mal kurz nachdenken, was das eigentlich heißt. Jesus war vor allen anderen da. Das heißt, er ist unabhängig von Raum und Zeit. Das heißt, er hat keinen Anfang, sondern lebt in Ewigkeit. Da verstehen wir manchmal so Sachen in der Bibel, wenn da irgendwie gesagt zu den Leuten, ja, bevor Abraham war, bin ich. Hey, der hat da vor dir gelebt. Jesus ist die absolute Realität. Alles andere ist zweitrangig. Jesus ist die Hauptsache, das Zentrum. Er steht in der Mitte. Und weil wir gerade schon bei Vers 17 sind, das ist übrigens auch die Mitte von dem Gedicht. Ich erspare euch jetzt die Gedichtinterpretation. Und A, B, B, A, was weiß ich. Müsst ihr mal machen, markieren, was da alles, was sich da wiederholt, ist super, super gemacht in diesem Lied. Aber die Mitte des Gedichts heißt, er war vor allem anderen da, und heißt es weiter, und alles besteht durch ihn. Wörtlich müsste es eigentlich heißen, alles besteht in ihm. Das heißt, in der Kraft seiner Person. Oder anders gesagt, das, was Jesus überragend macht, Jesus hält alles zusammen. Er hält alles zusammen. Ist er jetzt nicht der Schöpfer, so wie der Handwerker, der kommt, sein Projekt beendet und dann abzieht zur nächsten Baustelle oder irgendwie in die Pause? Nee, er ist da und er hält immer noch alles zusammen. An so einem schönen Sommerabend, wenn irgendwann die Sterne rausgucken, dann kannst du nach oben gucken und dann kannst du feststellen, er hält alles zusammen. Jede Galaxie, alle Milchstraßen, die ganze Dynamik, er hält alles zusammen. Er hält alles um dich herum zusammen. Er hält alles in dir und mir zusammen. Gut, dass wir heute Morgen ganz angekommen sind. Ja, ob du das glaubst oder nicht, aber Jesus hält dich gerade zusammen. Er hält das ganze Universum zusammen. Jesus hält auch noch. Ist ein guter Schwabe. Ja? Wenn wir Jesus aber raustun aus der Mitte, an den Rand drängen, dann entsteht Chaos. Du da, wo kein Schwaben wohnt, wird euch Chaos. Aber nur so weit er es zulässt. Und auch wenn wir manchen Chaos sehen in dieser Welt, Gott ist trotzdem noch dabei, seinen Heilsplan gerade fortzuführen und am Ende zu vollenden. Das ist die schöne Gewissheit, die wir haben. Und der fünfte Punkt. Und der letzte, warum Jesus so überragend ist, alles wurde für Jesus geschaffen. Alles wurde für Jesus geschaffen. In Vers 16 hieß es ja, das ganze Universum wurde durch ihn geschaffen und eine Sache hatte ich weggelassen und hat in ihm sein Ziel. Gedichtinterpretation, was bedeutet denn das? Dass alles in Jesus sein Ziel hat. Ich kann euch sagen, was es nicht ist. Dass Jesus irgendwie Bedürfnisse hat, die befriedigt werden müssen. Das hat er nicht. Er ist Gott. Er braucht unsere Anbetung nicht. Wir sind eingeladen, ihn zu anbeten. Aber nicht, weil er das braucht.
Vers 18 gibt uns da auch noch einen Hinweis. Da heißt es, nach Gottes Plan soll er in allem den ersten Platz einnehmen. Er soll sichtbar werden. Die Elberfelder sagt, er soll den Vorrang bekommen, damit man ihn sieht. Warum sollen wir ihn sehen? Die ganze Schöpfung existiert, damit seine Herrschaft und seine Herrlichkeit ein für alle Mal sichtbar ist. Deshalb wurde alles geschaffen. Und wisst ihr, was ich so schön finde, ist, dass wir als Menschen auch in Jesus unser Ziel finden. Ich bin tatsächlich einen kleinen Ausflug nach England. Ich bin eigentlich guter Dinge heute für England. Ich vermute, dass die heute gewinnen, aber da will ich mich jetzt gar nicht festlegen. Aber Westminster in London, da gibt es so ein, müsst ihr es euch nicht merken, Westminster-Katechismus. Ja, so ein paar Fragen und Antworten zu den grundlegenden Dingen unseres Glaubens. Und die erste von 107 Fragen, die stellt sich die Frage, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und dann heißt es als Antwort, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Hört sich gut an, oder? Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Jesus ist Gott. Jesus hat alles erschaffen. Jesus ist vor allen Dingen. Jesus hält alles zusammen. Alles wurde für Jesus geschaffen. Wisst ihr, Jesus ist überragend. Jesus ist die Hauptsache. Und Paulus, der zeichnet uns dieses gigantische Bild hier von einem Schöpfer. Von einem Schöpfer. Doch das habe ich schon gesagt, doch Jesus dreht sich nicht um sich selbst. Und deshalb hat dieses wunderbare Gedicht eine zweite Strophe. Eine zweite Strophe mit einem anderen Thema, weil hier geht es um ihn als den Erlöser und den Versöhner. Und ich möchte kurz noch zwei Dinge dazu sagen, weil bei allem, was Gott tut, bei allem, was er tut, hat er dich und mich im Blick. Und das ist so das Wunderbare an Gott. Und ich möchte auf das Erste eingehen, den Erlöser. Da heißt es nämlich in Vers 18, er und Jesus ist hier gemeint, ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der Erste, der von den Toten auferstand. Und das Erste hier in unserem Vers ist eigentlich müsste die Erstgeborene stehen. Kam ja schon, weil ihr merkt, wie das Gedicht aufgebaut ist. Der Erstgeborene der ganzen, der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene, der von den Toten auferstand. Also auch hier wieder Protokos, unser Prototyp. Und hier ist Protokos der Erste numerisch zu verstehen. Weil er nicht der Einzige ist. Er ist nicht der Einzige, der von den Toten auferweckt worden ist, sondern als Jesus auferstanden ist, das sind Milliarden von Menschen mit ihm auferstanden und zu einem neuen Leben erweckt worden. Wir sind mit Jesus gestorben und begraben und zu einem neuen Leben auferstanden. Und du erfährst dieses neue Leben, ist ganz einfach. Wenn du an ihn glaubst und ihm vertraust, dann erfährst du dieses neue Leben. Dann erfährst du, dass Jesus unser Erlöser ist. Aber es ist nicht nur unser Erlöser, sondern auch unser Versöhner. Und da heißt es abschließend im Vers 20, dadurch, und davon haben wir auch heute schon gesungen, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Er hat Frieden geschaffen. Und diese Versöhnung, die umfasst nicht nur ein bisschen, nicht nur was Ausgewähltes, sie umfasst alles, was auf der Erde und alles, was im Himmel ist. Und dann fügt der Paulus hinzu nach diesem Lied und auch ihr seid darin eingeschlossen. Ihr seid darin eingeschlossen, ihr habt Anteil daran. Jesus ist überragend und deshalb ist Jesus unser Leben. Jesus unser Leben. Wir sind in Beziehung mit unserem Schöpfer, mit unserem Erlöser, mit unserem Versöhner, der sich um uns sorgt und in dem wir alles finden, was wir brauchen. Steckt ganz schön viel drin, ne? In diesem kurzen Gedicht. Aber ich möchte noch anhalten am Ende und fragen, warum hat Paulus eigentlich dieses Mega-Gedicht, warum hat er das an die Kolosser geschrieben?
Warum hat er ganz am Anfang seines Briefes Jesus so zentral in die Mitte von allem gestellt? Und das ist eine spannende Frage, weil wisst ihr was? Paulus war nie in dieser Stadt Kolossä. Der war da nie. Die Verbindung, die er zu dieser Gemeinde und den Christen bekommen hat, die kam aus seiner Zeit in Ephesus. In Ephesus war er 3 Jahre und da ist richtig viel passiert. Und da heißt es irgendwann am Ende von seiner Zeit, dass alle Menschen, Juden und Nichtjuden, haben vom Evangelium gehört in dieser ganzen Region. Und dieser Epaphras und dieser Philemon, die haben das auch mitbekommen und die kamen aus Kolossä. Und die sind dann zurück, 180 Kilometer zurück in ihre kleine Heimatstadt und haben dort eine Gemeinde gegründet. Wie viel sich da getroffen haben, in den Häusern und so weiter, das wissen wir nicht. Was wir vermuten können, ist, wer da alles dabei war. Da waren Juden dabei, die haben nämlich dort auch gelebt, eine große Anzahl. Da waren griechischstämmige Leute dabei, die da geprägt worden sind. Da waren Leute, die römisches Recht hatten, die Römer waren. Die waren da alle zusammen. Und weil sie das Evangelium, könnt ihr nachlesen im Brief, weil sie das Evangelium mit so einer großen Freude und Begeisterung aufgenommen haben, sind die wirklich aufgeblüht. Die Gemeinde hat sich wunderbar entwickelt. Und ihr könnt es lesen, wie es da heißt, dass es ein lebendiger Glaube gab, dass die Liebe keine Grenzen hatte. Die Liebe hat alle erreicht und die Hoffnung hat Früchte getragen, überall in ihren Beziehungen. Das können wir da alles nachlesen. Doch dann kam irgendwie die Frage auf, in dieser Gemeinschaft, ob Jesus tatsächlich die Hauptsache ist. Oder ob es noch andere Dinge gibt, die hilfreich sein könnten. Finden wir tatsächlich alles in Jesus? Und es ist ganz interessant, wenn wir eben diese Stadt angucken, die ja voller griechischer Götterverehrung, voller schlauer Philosophien war und da einiges zu bieten hatte, dann gab es genau in dieser Zeit, kam auch noch so ein junger Kaiser, Nero, kam an die Macht und alle haben Hoffnungen gehabt, in diese neue Gottheit, wie sie gesehen wurde. Überall standen die Statuen rum, jede Mütze hatte sein Gesicht und die waren ständig mit konfrontiert. Und dann gab es ja immer noch die Juden oder die Judenchristen, die ihre Tradition auch noch hatten, die ihre Feste gefeiert hatten, die ihre Reinigungsrituale hatten, die ihre Gesetze halten wollten. Und ihr könnt sehen, bei diesen Beschreibungen, da war ganz schön Druck im Kessel. Druck, Jesus aus der Mitte zu nehmen und ihn zur schönsten Nebensache zu machen. Und Paulus hat es mitbekommen. Ihm wurde es berichtet. Und ich glaube, sie können sogar froh sein, dass er im Gefängnis saß. Sonst hätte er sich vielleicht aufgemacht. Aber weil er im Gefängnis saß, konnte er nicht sich einfach aufmachen. Das Einzige, was er machen konnte, war einen Brief zu schreiben und ihn nach Kolossä zu schicken. Und das hat er gemacht. Und was war ihm der wichtigste Inhalt, um die Menschen wieder in die Freiheit zu führen? Er rückte Jesus, das Zentrum von allen, wieder in die Mitte und machte Jesus zur Hauptsache, indem er ihn aufzeigte, wie herrlich und großartig und majestätisch und wunderbar und einzigartig Jesus ist. Menschen erkennen, wer Jesus tatsächlich ist. Das ist, was mit ihm macht. Es ist wie ein Immunsystem. Dieses Wissen, dieses Überzeugtsein ist wie ein Immunsystem gegen irgendwelche Irrlehren, gegen irgendwelche komischen Vorstellungen über Gott. Und glaubt mir, ich bin lange genug im Business, dass ich weiß, dass Leute alles über Gott denken können. Und da bin ich manchmal sehr erstaunt. Gegen irgendwelche Philosophien,
gegen auch jede Selbstverbesserung. Ist das unser Immunsystem, Jesus zu kennen und zu wissen, wer er ist? Aber nicht nur Immunsystem, er befähigt uns auch, er schenkt Durchhaltevermögen, er schenkt Geduld, er schenkt Freude, er schenkt einen Frieden und eine große Dankbarkeit und er verändert unser Leben. Er verändert unser Leben, weil wir, wenn wir Jesus erkennen, plötzlich die Welt aus anderen Augen sehen. Wir haben ein anderes Weltbild, wir haben andere Überzeugungen, wir haben andere Werte und dies führt uns zu einem neuen Leben, auch zu einem neuen Lebensstil. Wenn Jesus im Mittelpunkt steht, verändert es alles. So what? Was hat es heute Morgen mit dir zu tun? Was hat es heute Morgen mit dir zu tun? Lass mich das runterbrechen auf ein paar einfache Fragen. Wo gehst du hin, wenn du Fragen hast und Rat suchst? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin, wenn du Weisheit brauchst? In Richtungsentscheidungen? In Beziehungsfragen? In Kindererziehung? Im Umgang mit deinen Nachbarn, Mitarbeitern, mit deinem Chef? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin mit deinen Träumen? Und deinen Wünschen und deinen Ideen? Wo gehst du hin? Wo gehst du hin mit deinen Sorgen und Zweifeln und Ängsten? Wo suchst du Freiheit, Frieden, Freude, Erfüllung? Wo gehst du hin? Es ist manchmal sehr einfach zu sagen, Jesus ist die Hauptsache in meinem Leben. Die Frage ist, ist er das tatsächlich? Ist Jesus deine Hauptsache? Ist Jesus dein Leben? Und wisst ihr, was mir an diesem Bild, klick mal eins weiter, an diesem Bild besonders gefällt hier, an diesem Icon, an dieser Krone? Mir gefällt besonders, dass sie trieft. Dass sie trieft. Denn wenn Jesus unsere Hauptsache ist, also unsere Haupt-Sache, und er unser König ist, und er bei uns im Mittelpunkt steht, dann erleben wir, wie er uns mit allem beschenkt, was wir brauchen. Wisst ihr, es trieft über uns. Denn in ihm liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Und das schauen wir uns nächste Woche an. Kapitel 2. Aber heute ging es um die Hauptsache. Heute ging es um die Hauptsache und vor allem darum, dass die Hauptsache bleibt. Darum geht es. Dass die Hauptsache bleibt. Und ich möchte dich ermutigen heute Morgen, wir werden jetzt gleich noch zwei Lieder auch singen, wo wir Jesus in den Mittelpunkt stellen, das nochmal ganz neu für dich festzumachen. Ihn zur Hauptsache zu setzen und für dein Leben zu machen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, das habe ich ja noch nie gemacht. Dann möchte ich dich einladen, das einfach Jesus zu sagen und ihm zu sagen, ich mache dich heute zum Mittelpunkt in meinem Leben. Und wenn du das getan hast heute, dann möchte ich dich einladen, auch nach hinten zu gehen, hinten haben die Fensterfront. Das sind Menschen auch, die für dich beten, wenn du irgendwas mitgebracht hast, irgendwas hast, was dich auch heute Morgen angesprochen hat, wo Gott in deinem Herzen arbeitet. Dann lass auch gerne für dich beten, wenn du das möchtest.
Genau, was hatte ich neu? Wir haben über Jesus gesprochen. Was hat dich neu an ihm begeistert heute Morgen? Und vielleicht nimmst du dir Zeit, um das einfach zu sagen.